Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, wir sind in der letzten Folge in Ostagar angekommen. Und da sehen wir noch, wie der Duncan rumläuft. Können wir den eigentlich jetzt auch anquatschen? Hallo, ihr müsst der Rekrut der Grauen Wächter sein, den Duncan hierher gebracht hat. Ja, das ist richtig. Hallo. So, okay, der ist orange, das heißt, er könnte es mit der ganzen Truppe aufnehmen, wenn ich eine Truppe hätte. Okay. Das Zelt der Grauen Wächter liegt hinter der Brücke. Du findest mich doch. Okay, wir können ihn hier noch nicht Ich anquatschen. wette, dieser Ort hat schon seit Jahrhunderten nicht mehr so eine Betriebsamkeit erlebt. Habt ihr ein bestimmtes Ziel? Ich komme klar. Vielen Dank. Wo finde ich Duncans Zelt? Ich suche den grauen Wächter namens Alistair. Erzählt mir etwas über Ostagar. Ich komme Dann klar. wünsche ich euch viel Glück. Danke. Ebenso. So, was haben wir hier? Es tut mir leid, aber die Magier dürfen nicht gestört Die Magier werden. Dürfen nicht gestört werden. Ihre Geister sind gerade im Nichts. Im Nichts? Was machen sie im Nichts? Vielleicht versuchen sie, die dunkle Brut aufzuspüren. Ich weiß es nicht. Und ich frage auch nicht. Wie auch immer, sie dürfen nicht gestört werden. Nicht einmal von den grauen Wächtern. Ich entschuldige mich, ich gehe woanders hin. Tschüss, aber ich bin doch selber ein Magier eigentlich. Oh, da haben wir ein bekanntes Gesicht, die Win. Hallo. Die bringen Hier uns nachher, glaube stehen ich, wir sie. zu dieser Stunde, ihr guten Leute von Ferelden, und beklagen den Tod, der viele erwartet. Okay. Der Tod ist nicht Alles gleichbedeutend klar, mit Bruder. Versagen, meine Freunde. Sollen wir mit der jetzt schnacken? Ja, komm, machen Wen haben wir denn hier? Ich habe schon gehört, dass der neue Rekrut der Grauen Wächter aus dem Zirkel stammt. Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal begegnet sind, aber ich habe viel von euren Fähigkeiten gehört. Mein Name ist Wynn. Und ich gratuliere euch zu eurer Läuterung. Danke. Sehr beeindruckend. Ich fand es Das schrecklich, um ehrlich zu Nichts sein. ist ein gefährlicher Ort. Ja, ich weiß alles darüber. So schwierig war es nicht. Ja, ich weiß alles über das Nichts. Oh, ihr wisst bereits alles, was es zu wissen gibt, nicht wahr? Genauso hat Irving euch beschrieben. Ein beeindruckendes Selbstbewusstsein. Ihr seid also ein grauer Wächter Noch nicht. und kämpft an der Seite des Königs. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass ihr gerade erst eure Ausbildung abgeschlossen habt. König Kaelin glaubt, dass die Schlacht gut verlaufen wird. Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ich hoffe, ich enttäusche niemanden. Gut, ihr werdet sie brauchen, wenn ihr auf die dunkle Brut trefft. Die Magier haben in den Kämpfen gegen die dunkle Brut schon immer Schlüsselrollen eingenommen. Vielleicht seid dieses Mal ihr es, der das Blatt zu unseren Gunsten wendet. Okay, habt ihr schon einmal gegen die dunkle Brut gekämpft? Wie viel wisst ihr über die dunkle Brut? Oder wisst ihr viel über die dunkle Brut? Habt ihr schon mal gegen die dunkle Brut Ja, gekämpft? gegen Nachzügler. Nicht gegen die riesige Horde, von der die Späher berichten. Ich frage mich, wie viel wisst ihr über die Verbindung zwischen der dunklen Brut und dem Nichts? Ich weiß, dass das Nichts der Ort ist, an den man geht, wenn man träumt. Was hat das Nichts mit all dem hier zu tun? Ich kann mich nicht daran erinnern, im Nichts jemals dunkler Brut begegnet zu sein. Sie leben nicht dort. Und kein Magier mit Verstand würde jemals so tief in dieses Reich eindringen, dass er die schwarze Stadt im Herzen des Nichts erreichen würde. Manche meinen, die schwarze Stadt sei einst der Sitz des Erbauers gewesen. Aber als die Magier des Reiches von Tevinter einen Weg in die Stadt fanden, wurde sie durch ihre Sünden verdorben. Die Okay. Verderbtheit verwandelte diese Männer und machte aus ihnen verdorbene Abbilder ihrer eigenen Herzen. Und der Erbauer schleuderte sie zurück auf die Erde, wo sie zu den ersten der dunklen Brut wurden. Das ist zumindest die Geschichte, die der Gesang des Lichts erzählt. Gesang des Lichts, alles klar. Und sie ist wahr, die Kirche erzählt viel. Ich habe die Geschichte schon einmal gehört. Vielleicht ist sie nur ein Sinnbild, das uns lehren soll, dass das Böse in uns menschliches Leid verursacht. Vielleicht ist es aber auch die Wahrheit. Im Moment ist diese Tja. Erklärung für mich genauso gut wie jede andere. Habt ihr keinen guten Rat für mich, was? Ich erledige einfach alle dunkle Brut. Zumindest ist es was, worüber man nachdenken kann. Ja, manchmal ist es weise, die eigenen Handlungen zu überdenken. Aber ich bin mir sicher, dass Duncan mehr für euch zu tun hat, als euch mit mir zu unterhalten. Ja, das stimmt wohl, ne? So, hier haben wir eine Quest und ich weiß auch schon, welche das ist. Das ist nicht gut. Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren. Seid ihr der neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Wo liegt das Problem? Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen und der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte.
Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Ich werde es versuchen. Geht in den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Wir werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. So. Der Hund sieht respektvoll zu dir auf und legt seine Angriffshaltung ab. In seinen Augen erkennst du Intelligenz, ebenso wie große Schmerzen. Dieses Tier ist sehr krank. Den Hund erschlagen. Der Barry knurrt schwach, aber er greift dich nicht an. Als du fertig bist, winselt er klagend. Gut gemacht. Jetzt kann ich den Hund versorgen. Armer Kerl. Mir ist da etwas eingefallen. Geht ihr in nächster Zeit in die Wildnis? Möglicherweise, wieso? Es gibt eine bestimmte Pflanze, die Überlebenschancen dieses Hundes verbessern könnte. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. Ich werde versuchen, eine Gut. zu finden. In der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Gut. Sehr schön. Der Mabari-Hund. Eine neue Quest für uns. Also, kann ich dir irgendwelche letzten Wünsche erfüllen, bevor du dich in den Kampf stürzt? Das Leben zieht nur so an uns vorbei, weißt du? Schon morgen um diese Zeit könnte dein hübsches Gesicht einen Speer der dunklen Brut zieren. Darf ich diesen stummen Blick als Nein deuten? Nun, wirklich zu schade. Oh Mann. Also, du bist anders, als ich gedacht hatte. Was hattest du denn erwartet? Ich persönlich hatte ja auf ein anmutiges Mädchen mit goldenem Haar und schlechten Augen gehofft. Mein Name ist Devith. Es wird auch Zeit, dass du hier auftauchst. Ich hatte schon fast gedacht, sie hätten dieses ganze Ritual nur erfunden, um uns was zum Nachdenken zu geben. Ist das nicht ein bisschen paranoid? Was weißt du über dieses Ritual? Ich bin letzte Nacht ein bisschen im Lager herumgeschlichen und da habe ich ein paar graue Wächter reden hören. Also habe ich eben ein bisschen gelauscht. Ich glaube, sie planen uns in die Wildnis zu schicken. Okay, vielleicht tun sie das. Wir werden sehen. Na und, das macht mir keine Angst. Kannibalen, Monster, Hexen und jetzt die dunkle Brut? Was ist daran nicht furchterregend? Das ist mir alles viel zu geheimniskrämerisch. Da zuckt mir die Nase. Ich schätze mal, wir müssen abwarten, was kommt. Als ob wir eine Wahl hätten. Sie zwingen dich hier zu sein? Ich wäre nicht hier, wenn ich eine Wahl gehabt hätte. Also ich freue mich drauf. Du klingst genauso wie der komische Ritter. Naja, wenn du meinst. Aber egal, es ist wohl Zeit zu Duncan zurückzukehren. Ich werde da sein, falls du mich brauchen solltest. Alright. So, seht ihr, der hat sich jetzt gleich verpisst. So. Was passiert eigentlich, wenn ich diese Fähigkeit unzureichen? Ja, ist ja klar. So, hier gibt es jetzt wieder verschlossene Truhen, das ist schön. Quartiermeister, mit dem kann man eigentlich auch mal reden. Habt ihr hier irgendwo eine Elfin gesehen? Eine junge Frau mit roten Haaren, die eine Kettenrüstung herumträgt? Nö, habe ich nicht. Verdammt, wo ist sie nur hin? Wehe, wenn die Rüstung bei ihrer Rückkehr nicht ausgebessert ist. Beim Erbauer, dann werde ich... Oh, verzeiht mir meine Manieren. Ich bin sicher, meine Probleme interessieren euch nicht. Ich bin der Quartiermeister. Seid ihr hier, weil ihr Ausrüstung benötigt? Braucht ihr Hilfe? Welche Art von Ausrüstung? Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Ich bin mir sicher, dass ihr Besseres zu tun habt, als für mich durch die Gegend zu laufen. Ich finde sie schon. Welche Art von Ausrüstung? Vor allem Waffen und Rüstungen. Sie sind für die Männer des Königs gedacht, aber ihr grauen Wächter könnt alles zu günstigen Preisen kaufen. Lässig. Ich kann euch außerdem mit einigen anderen Waren versorgen. Vollkommen inoffiziell natürlich, zur Stärkung der Moral, versteht ihr? Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Lasst mich eure anderen Waren sehen. Solange ihr es für euch behaltet. Okay, Seelenfresserbombe, Brandbombe, Verletzungsausrüstung. Wie viel haben wir eigentlich? Ah, wir haben 75. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Also Sovereign ist, glaube ich, ein Gold. Aber wie das andere heißt, weiß ich gerade nicht. Flammenrune des Gesellen. Waffen kannst du verbessern, indem du sie mit Runen verzauberst. Okay, aber das können wir, glaube ich, nicht. Dieser umgeschliffene Stein hat die Farbe von Honig. Gut, den können wir mal verkaufen. Malachit auch. Kommen die privaten Dokumente. Ich weiß nicht, ob wir die lesen können. Leeres Pergament. So, das brauchen wir alles. Froststein benutzen das Zimmer. Ein Froststein verleiht dem Anwender kurzzeitig einen geringen Bonus auf seine Kälteresistenz.
Benutzen nach dem Einatmen von Lyriumstaub wird ein kleiner Teil des Manas des Anwenders wiederhergestellt. Von der Wirkung des Lyriumstaubs profitieren nur Magie-Anwender. Okay, Elfenwurzel können wir auch mal behalten. Die gibt nämlich Leben. Tiefen, die Ausdauer. Okay, behalten wir auch mal. Ja, ich glaube, den Dolch können wir verkaufen. Den Streitkolben auch. Den Zauberstab auch. Das auch. Die Lederstiefel. Ja, vielleicht können wir die anziehen. Mal gucken. Schild können wir verkaufen. Schülerrobe. Können wir auch verkaufen. Kirchenrobe. Schülerputze. Die lassen wir mal noch. Vielleicht sieht die ein bisschen besser aus als die, die wir jetzt anhaben. Plus 5. Ah ne, haben wir. Haben wir. Okay. Können wir verkaufen. Die behalten wir mal noch. Das können wir verkaufen. Den eisernen Ring auch. Ja, komm, das auch. Ja, komm, verkaufen wir auch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal 2 Gold. Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas vielleicht? Ausrüstung? Ne, halt, ich möchte die hier. Sagt. So, was hat er denn für uns? Natürlich nichts. Ein Rucksack. Dieser Rucksack verteilt Gegner, dadurch werden Abenteuer selbst beim Kämpfen nicht behindern. Muss man in Ausrüstung mit sich haben, trägt jeder ist aber um den Rucksack, erhöht das Limit des Inventars automatisch um 10. So. Machen wir einfach mal. So, Rucksäcke, die lohnen sich. Das wird man nämlich später noch merken, weil man da echt einen Haufen Loot bekommt. Deswegen nehmen wir den direkt mal mit am Anfang. Im Namen Andrastes segne ich euch heute. Möge der Erbauer. Ihr müsst sie überzeugen! Wir müssen fliehen. Die dunkle Brut kommt. Warum sagt ihr das? Die grauen Wächter sind hier. Versteht ihr? Ich habe gehört, ihr hättet sie in die Flucht geschlagen. Ihr seid eindeutig verrückt. Ich habe sie gesehen. Wir werden sterben. Ach. Es tut mir leid, Wächter, aber sein Zustand ist unverändert, seit er in der Wildnis gefunden wurde. Stimmt nicht mit ihm. Könnte er wichtige Informationen haben? Er stellt doch keine Gefahr dar, oder? Der Kommandant, der ihn hergebracht hat, war nicht der Meinung. Ihr spürt es auch, oder? Sie verderben das Land. Sie machen es schwarz und krank. Ihr könnt es in euch fühlen. Nee. Sie werden aus diesem Wald kommen und sich ausbreiten. Sie werden über uns herfallen wie Raupen, die einen Baum befallen. Digga, wie der ausrastet. Wir haben genug von euch gehört. Beruhigt euch, guter Mann. Sie sind überall. Ich habe sie gesehen. Tika. Verzeiht, falls der Soldat euch gestört haben sollte. Sein Zustand ist unverändert, seit wir ihn in der Wildnis gefunden haben. Es ist wirklich traurig. Ich will nichts mehr sehen. Ich schließe die Augen und bitte lasst mich einfach in Ruhe. Ah, ich nehme an, ihr seid einer der 9 grauen Wächter. Ja, richtig. Wollt ihr den Segen des Erbauers empfangen? Nö. Dann verschwindet, Ungläubiger. Es war schon immer die größte Schwäche der grauen Wächter, Anwärter wie euch aufzunehmen. Geht mir aus den Augen, Ungläubiger. Ich muss den Glanz des Erbauers zu dem bringen, die ihn zu schätzen. Digga, wie die ausrastet. Ich wollte doch nur den Segen nicht. Heißt ja nicht, dass ich ungläubig bin. Vielleicht glaube ich ja an den Erbauer. Gefangener. Hey, es kommt also doch noch jemand, um mit dem einsamen Gefangenen zu reden. Ich nehme nicht an, dass ihr gekommen seid, um ein Urteil zu sprechen. Nope. Ich darf vermutlich nicht darauf hoffen, dass in euch ein bisschen Freundlichkeit steckt, oder? Ich bitte nur um Essen und Wasser. Ich habe nichts bekommen, seit ich eingesperrt wurde, und ich bin am Verhungern. Warum sollte ich euch helfen wollen? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Erzählt mir zuerst, warum ihr hier drin seid. Das ist schrecklich. Warum haben sie euch nichts zu essen gegeben? Vergesst es, ich muss gehen. Ja, komm. Fragt einfach meine Wache nach seiner Ration. Er hat noch etwas übrig. Ich habe gesehen, wie er es in seinen Mantel gesteckt hat. Alles klar, der steckt sich Essen in den Mantel. Geil. Habt ihr ein Glück? Ihr grauen Wächter dürft den König begleiten, während ich mich hier mit der Bewachung dieses Deserteurs rumärgern muss. Sie hätten ihn einfach hängen und ein Exempel statuieren sollen, indem sie seinen Kopf auf einen Speer stecken. Also, manche von denen sind echt richtig am Arsch, hey. Ich sollte gehen. Wer genau ist dieser Gefangene? Es heißt, er sei vor dem Krieg in Denerim rekrutiert worden. Hat er vielleicht geglaubt, er müsse nie in den Kampf ziehen, wenn er dem König dient, oder was? Warum sollte er desertieren? Er sieht aus, als würdet ihr eure Zeit verschwenden, indem ihr den ganzen Tag bewacht. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich nehme an, es war keine besonders aufschlussreiche Unterhaltung. Er hat um Essen und Wasser gebeten. Hat er das? Da mir niemand Verpflegung für ihn gebracht hat, wäre die einzige Möglichkeit, ihm meine zu geben.
bereden, dann würdet ihr die Mahlzeit verpassen. Dieser Mann könnte schon bald gehängt werden. Wie wäre es, wenn ich sie euch erkaufen würde? Ja, ja, schon gut. Ich schätze, der arme Kerl könnte eine Mahlzeit vertragen, bevor er gehängt wird. Aber ich verstehe nicht, warum euch das interessiert. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Wenn irgendjemand fragt, warum er rülpst, sage ich, dass ihr dafür verantwortlich seid. Nur damit ihr es wisst. Jo, klar. Kein Problem, kein Mitleben. So, hier. Also, ihr bringt mir etwas zu essen, oder? Ich sterbe vor Hunger. Naja. Erzählt mir zuerst, warum ihr hier drin seid. Ich bin ein Deserteur. Zumindest denken sie das. Allerdings bezweifle ich, dass ich sie vom Gegenteil überzeugen kann. Das Militär ist bei sowas ziemlich eigen. Und ihr seid unschuldig wie die Morgenröte. Ich bin nicht desertiert. Aber was würdet ihr denken, wenn ihr jemanden dabei ertappt, wie er mitten in der Nacht durchs Lager schleicht? Wen kümmert das? Ich will doch nur etwas essen und Wasser. Wenn ihr unschuldig seid, kümmert es mich. Ihr seid vielleicht ein Witzbold. Egal, was ihr denkt, sie würden niemals auf euch hören. Nicht, dass ich euch nicht dankbar wäre, wenn ihr es versucht. Ihr seid in Ordnung. Und sie haben nicht einmal Unrecht. Ich wäre vermutlich später desertiert. Nur bin ich es eben nicht, als sie mich geschnappt haben. Das ist alles. Ich hoffe, ihr bekommt jetzt keinen schlechten Eindruck von mir. Ich bin immer noch hungrig genug, um meine Schuhe zu fressen. Alles klar. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Warum sollte ich euch helfen? Warum haben sie euch nicht zu... Hä? Ich nehme an, dass einfach niemand daran gedacht hat, bei den ganzen Schlachten und so. Warum sollte ich euch helfen wollen? Weil ihr vielleicht Interesse an etwas habt, für das ich keine Verwendung habe. Die Magier des Zirkels haben eine Truhe, in der sie Sachen aufbewahren. Magische Sachen. Und ich habe ihnen den Schlüssel gestohlen. Deshalb bin ich hier. Ich habe einen von ihnen betrunken gemacht. Und ihm seinen Schlüssel abgenommen. Dann wollte ich mich zu der Truhe schleichen. Leider dachten sie, ich wollte desertieren. Ich kann mit dem Schlüssel nichts anfangen, solange ich hier drin bin. Aber ich würde ihn gegen etwas Wasser und Essen eintauschen. Und den Schlüssel nicht bei euch gefunden? Ich habe ihn verschluckt. Aber er ist später wieder in meinen Besitz gelangt, sozusagen. Den Gefangenen das Essen geben, ihn erschlagen. Hier habt ihr etwas. Ich danke euch. Andraste möge euch mit ihrem Segen überschütten. Und wie gesagt, hier ist der Schlüssel. Ich hoffe, ihr seid wohlauf, wenn ihr ihn verwendet. Boah, jetzt haben wir hier so einen Kackschlüssel. Geil. Es tut mir leid, aber das Hauptlager der Truppen ist im Moment für euch gesperrt. Das kennen wir doch, die Stimme. Haben wir doch gerade erst gehört. Er ruft mich. Wer, der Tote da? Was meint er? So. Was haben wir hier noch? Ah, da steht der Duncan. So, ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal den Alistair. Oh, hier haben wir noch einen Magier, Besänftigter. Was passiert eigentlich? Ich will mal kurz was gucken. So, nehmen wir mal hier F5. Betrachtet es als erledigt. Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Ich werde es tun. Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Ah. Gut, können wir nicht öffnen. Schade. Aber was soll's. Da kann man nichts machen. So, das, ja, ist scheiße da. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Oh Mann, geht der mir Alistair. Aus dem Weg, nach. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Ach, Alistair. Ich hab dich vermisst. Aber noch sind wir ja keine Kumpels, ne? Seid ein sehr seltsamer Mann. Ich weiß genau, was ihr meint. Es ist wie ein Fest. Wir könnten alle einen Kreis bilden und Händchen halten. Dann hätte die dunkle Brut aber was zum Grübeln. Oh Mann. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier?
Digga, ich habe Magierklamotten an. Wir kennen uns nicht, ihr müsst Alistair sein. Ich bin tatsächlich ein Magier. Und ich dachte, mich hätte inzwischen jeder Magier im Lager schon mal angeschrien. Moment, ich weiß, wer ihr seid. Duncans neuer Rekrut vom Zirkel der Magie. Ich hätte euch sofort erkennen müssen. Entschuldigt bitte. Ihr müsst Alistair sein. Hat Duncan von mir erzählt? Hoffentlich nichts Schlechtes. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Okay, bringen wir es hinter uns. Sehr erfreut, mein Name ist Topra. Richtig, das war der Name. Nur aus Neugierde, hattet ihr schon mal eine Begegnung mit der Dunklen Brut? Nein, bisher nicht. Ich war bei der ersten Begegnung nicht darauf vorbereitet, wie monströs sie sind. Ich freue mich nicht gerade auf das nächste Zusammentreffen. Wie auch immer, sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Gut, der Streit gerade eben. Worum ging es? Ihr müsst mich doch nicht begleiten, oder? Was ist mit den anderen Rekruten? Ich freue mich darauf, mit euch zu reisen. Der Streit gerade? Mit dem Magier? Der Zirkel ist auf Ersuchen des Königs hier. Und die Kirche schätzt das gar nicht. Sie sagt den Magiern mit Wonne, wie unerwünscht sie sind. Was mich in eine unangenehme Position bringt. Ich war nämlich mal ein Templer. Ah, ihr habt Magier gejagt? Nicht alle Templer tun das, aber es stimmt. Die Kirche hat mich aufgezogen, bis Duncan mich vor 6 Monaten rekrutiert hat. Die ehrwürdige Mutter hatte sicher eine Beleidigung im Sinn, als sie mich als Boten geschickt hat. Und der Magier hat prompt darauf reagiert. Ich hätte die Nachricht freiwillig nicht überbracht. Aber Duncan sagt, wir sollen kooperativ sein und mit allen auskommen. Okay. Offenbar wurden nicht alle so instruiert. Was ist mit den anderen Rekruten? Davis und Sir Jory sind hier im Lager. Habt ihr sie schon getroffen? Ich habe Davis getroffen. Ja, der Taschendieb, den Duncan rekrutiert hat. Ich frage mich wirklich, was er in ihm sieht. Haltet die Augen offen, vielleicht sehen wir den anderen. Oder ich suche ihn später. Ich freue mich darauf. Wirklich? Aha, ganz was Neues. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Ach, Alistair. Freu dich doch mal. Gruppenmitglieder und Taktiken. Warum kommt das eigentlich erst jetzt? Gruppenmitglieder. Ach so, ich soll ihn jetzt anklicken. Okay. Öffne nun den Taktikbildschirm. Eigen 1. Okay. Tschüss. Verteidiger. Na gut, dann machen wir Verteidiger. Hier. So. Gut. Wo haben wir denn den anderen? Was haben wir hier? Taktiken. Okay. Hallo? Kann ich euch etwas bringen? Nicht nötig. Fähigkeit unzureichend. Hattet ihr ein Anliegen? Nö, eigentlich nicht. Schon okay, passt. Passt alles. Passt. So. Mich nervt das ein bisschen, dass ich die Truhen nicht jetzt öffnen kann, aber... Naja. Was soll's. So. Alles klar. Gut, da die letzte Folge ja etwas länger war, würde ich sagen, wir beenden diese Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Spaß hattet und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, Leute. Fuu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 u